Bastelzeit und ja, heute wirklich mal in Blockform, denn ja, ich glaube, ich stehe eventuell möglicherweise unter Zeitdruck, keine Ahnung. Ich bin gerade hier in Richtung vom Studio gegangen und mitten auf der Straße lag halt ein Zettel rum. Naja, also macht man Müll auf der Straße, komm, schmeißen wir gerade weg. Moment, was steht denn da drauf? Da steht was von der Stromabschaltung und zwar in weniger als 48 Stunden. Ja, in meinem Briefkasten war nichts. Ich weiß also im Moment noch nicht wirklich, ob die für mich zutrifft oder nicht. Und ja, Hotline ist erst morgen wieder geschaltet. Das heißt, ich sollte eventuell mal vorplanen, weil 48 Stunden ist halt nicht viel Zeit. Problem an der Sache, wenn ich mir die Uhrzeiten angucke, das ist so Pi mal Daumen, Viertel, halber Tag. Das ist schon. Kurze Stromausfälle habe ich jetzt kein so wirkliches Problem mit. USV und sorgt sich um die Server und ein Kühlschrank oder so, der hält halt auch mal ein bisschen was aus. Aber das hier sind schon Zeiten. So ohne Vorbereitung ist das, glaube ich, schlecht. Das heißt, ja, ich muss jetzt mal durchrechnen, wie viel Strom ich hier aus Akkus noch rauskriege. Entsprechend dann, ja, wahrscheinlich irgendwie was basteln. Muss dann entsprechend mit den Kühlschränken gucken. Also klar, kann man dann irgendwie tags vorher entsprechend mit der Temperatur runterdrehen, dann halten die was länger. Das sollte eigentlich passen, aber da hätte ich schon dann gerne mindestens mal ein Monitoring so bei denen, wo ich jetzt keins fest verbaut habe. Und ja, ansonsten wäre noch ganz gut eine Info, wenn halt der Strom wieder da ist, sodass ich mich dann hier hinmachen kann und versuchen kann, alles zu reparieren, was kaputt gegangen ist, weil naja. Was so Elektronik angeht. Man kann Elektronik sehr schön sehr lange am Laufen halten. Das ist für die meisten Leute kein so großes Problem. Die Challenge kommt, wenn man es abschaltet und wieder anschaltet. Also fragt mal Leute, die irgendwie mit IT zu tun haben. So Rechenzentrumabschaltung ist immer sehr spannend. Da können dann Festplatten, die irgendwie 20, 30 Jahre am Stück liefen, das ist überhaupt kein Problem, aber wehe, die haben einmal keinen Strom. Naja, gut, also muss ich dann hier gucken, zumindest mal für die Bereiche, die nicht weiter versorgt sind, ja, Sicherungen alle rausmachen, dass die Spannungsspitzen, die eventuell beim Einschalten und so entstehen können, da nicht direkt in die Netzteile hauen. Ja, wird Arbeit. Ja, vor allen Dingen muss ich jetzt, wie gesagt, mal irgendwie ein paar Sensoren improvisieren, hauptsächlich Temperatursensoren für die Kühlschränke, müssen natürlich irgendwie von Batterie laufen und das Ganze lokal speichern. Also ich. Wie gesagt, WLAN könnte eventuell passen, aber ich will nicht ausprobieren, ob der Akku lange genug hält. Und ja, dann irgendwas, was überwacht, ob der Strom wieder da ist. Ein Mikrocontroller, der das dann raussendet. Muss mal gucken, wie ich raussende. WLAN, wie gesagt, ich weiß nicht, ob WLAN, APS durchschalten. Und je nachdem, wie groß die Abschaltung ist, die Telefonieeinrichtungen von den deutschen Anbietern haben heutzutage eigentlich alle keine Notstromfähigkeit mehr. Mit etwas Glück kann ich es über Mobilfunknetz raushauen, aber schön wäre halt LoRa, aber LoRa bis zu mir wird wahrscheinlich reichweitentechnisch eng ohne ein Gateway dazwischen. Und ja, das einzige Gateway, ist von der Abschaltung betroffen. Wenn sie hier ist, also vermutlich. Und ja, wenn da noch Zeit ist, mal gucken. Ich habe dann ja eh schon irgendwas, was misst. Mit etwas Glück habe ich noch ein paar Trafos oder sowas da, die ich Pi mal Daumen kalibrieren kann. Dann könnte ich auch ein paar schöne Kurven zeichnen, wie die Spannung und eventuell Netzfrequenz sich da über die Zeit so rausmacht. Das wäre eventuell auch ganz interessant, aber das ist dann eher so nice to have. Andere Sachen haben Priorität. Na gut, ich gehe dann jetzt mal gucken, was ich hier an Hardware rumliegen habe. Ich habe zum Glück ja relativ viel immer hier. Das heißt, ein paar ESPs, die haben internen Speicher. Die kann man im Zweifelsfall mit einer 18650 versorgen oder einer USB Powerbank. DS18B20 Temperatursensor dran. Dann haben wir das Thema Kühlschränke ganz schnell erledigt. Und der Rest, mal gucken. Stromsensor oder nicht Stromspannung, darum geht es ja. Da muss ich mal gucken, was ich da improvisiert bekomme. So, an der Werkbank habe ich hier eine Kiste. Da sind eigentlich so die Sachen drin, die ich immer mal wieder brauche. Und das hier sieht schon mal ganz gut aus. Das sind jedenfalls TO92 und von der Packung her könnten das DS18B20 sein. Warte mal gucken, ob ich es hier so irgendwie erkennen kann. Ja, Licht.
Viel besser. Das hier sind, jo, da steht was von Dallas 18, Dallas 18 bis 20. Okay, also Temperatursensoren habe ich schon mal. Sind zwar jetzt keine Feuchtigkeitsgeschützten, aber das sollte gehen. Ja, ein bisschen schwieriger wird es wahrscheinlich mit Mikrocontrollern. Ich meine, ich hatte noch irgendwo eine Tüte mit 18650er. Ich meine, hier sind immer mal wieder ein paar, teilweise sehr kaputte drin. Aber ich hätte halt schon gerne 18650er, weil die einen relativ großen Flash dabei haben. Den kann man mit SPI, FFS oder das neue, wie auch immer das hieß, relativ einfach da zum System umbauen. Aber hier sind keine drin. Dang it. Wo sind die hingekommen? Wo ist die Tüte? Und haha, Tüte gefunden. Sind zwar nur noch drei drin, aber das sollte erstmal reichen. Ich glaube, mit drei müsste ich hinkommen. Lass mal gerade durchzählen. Ja, sind zwar, wenn ich alle Tiefkühltruhen und Kühlschränke hole, müssten es vier sein, aber ich glaube, zwei Siegen sind nebeneinander. Das ist okay. Ja, kriegen wir hin. Okay, den Part haben wir schon mal. Mist für den Stromsensor. Aber irgendwo liegt hier bestimmt noch ein einzelner ESP rum. Also so ein, zwei finde ich mit Sicherheit auch noch hier lose auf dem Tisch. Gut, ja, Bauteile soweit schon mal passend, außer für den Spannungssensor. Okay, engage die Kartoffel. Ich habe mal meine Webcam angeschmissen. Die muss jetzt hier reichen. Ich habe nicht wirklich geplant, heute ein Video aufzunehmen. Aber dann versuchen wir mal hier einen dedicated unterwegs Temperatursensor uns zu basteln. Die tun wir nicht dran. Stattdessen machen wir den hier dran. Einen davon. Zwei Stück davon kann ich direkt, eigentlich kann ich bei allen direkt einen von denen hier dran machen. Da muss ich jetzt erstmal das Pinout finden. DS18D20. So, das hat er jetzt gebingt. Danke Firefox, genau das möchte ich. Okay, von vorne drauf geguckt, Ground Data VDD. Ground VDD ist okay, Data wird schwer. Das müsste reichen. Machen wir auf Ground D5, D6. Einfach drauf. Das müsste eigentlich dann ausreichend gut funktionieren. Ground haben wir ja. Den D5 mit etwas Glück kann ich dann mit dem Input-Pull-Up genügend hochziehen, dass das funktioniert mit dem Temperatursensor. Ich meine, wir haben jetzt keine allzu weite Strecke. Und den D6 stellen wir einfach auf High, dann hat er auch eine Betriebsspannung. Das dürfte ausreichend gut funktionieren. Mal auf mal hier Lötkolben, ja, haben wir auch irgendwo Lötzinn noch da, ja, hier haben wir das Lötzinn, das passt. Dann machen wir den schon mal fest. Das können wir im Prinzip dann schon mal direkt testen. Das ist im Prinzip die komplette Schaltung. Das klingt so, als ob das funktionieren könnte und ich dann nichts falsch gemacht habe. So, fertiges Modul. Micro-USB zum Programmieren. Ich glaube, Micro-USB wird eh noch so ein Problemchen, wenn ich die jetzt alle noch deployen möchte. Da brauche ich, glaube ich, ein paar Kabel mehr. Mal gucken, ob ich noch genügend da habe. Powerbanks müsste ich eigentlich genügend haben. Ich habe so Module, sehen wir wahrscheinlich dann gleich noch. Da kann man im Prinzip eine 18650 reinstecken und hat eine DIY-Powerbank. Und 18650er habe ich eventuell noch so ein paar übrig. So, einstecken geht. Lampe geht auch. Habe ich hier auf dem Rechner überhaupt was zum Programmieren? Plattform.io oder so? Zumindest Visual Studio Code ist drauf. Dann laden wir das mal und gucken, ob mal eine Software gebastelt bekommen. So, okay. Das sieht besser aus. Neues Projekt. Select the board. Node MCU. 12E, sorry. Arduino ist halt meistens am einfachen. Am einfachsten hat man nicht ganz so viele Funktionen. Es ist eventuell langsamer, aber man kann halt auf dutzende Libraries zurückgreifen. Und auf Libraries zurückgreifen klingt jetzt auch direkt erstmal gut. Das sollten wir eventuell tun. Und dann gehen wir hier den Code mal ganz kurz durch. Der ist fast vollständig aus irgendwelchen Examples zusammenkopiert. Das ist eine Sache von irgendwie so, was weiß ich, halbe Stunde, Stunde. Also weder sauber noch schön, aber gehen wir mal kurz durch.
Erstmal haben wir hier ein Little FS, das ist der Nachfolger von SPI FFS. Im Prinzip nutzen wir einen Teil von Speicher, der ESP mit dabei hat, als Dateisystem, wo wir einfach Dateien ablegen können. In unserem Fall hier die Messwerte. Little FS dabei etwas neuer, ist ja aber im Prinzip fast gleich zu bedienen wie SPI FFS, hatte ich ja hier schon mal gezeigt. Ansonsten ein bisschen Konfiguration, um ins WLAN zu kommen, und was wir haben, einen Timer, also dass regelmäßig etwas ausgeführt wird. Dazu kommt dann hier der OneWire, den haben wir ja an D5 geklemmt. Ich habe noch eine Option drin, dass ich an D7 einen zweiten Sensor machen kann. Wie gesagt, an einer Stelle habe ich ja einen Kühlschrank, Gefriertruhe, die quasi nebeneinander stehen. Da werde ich dann das nutzen. So, für den Rest gehen wir mal hier unten durch. Wir machen eine serielle Schnittstelle, 9600 baut. Stellen die ganzen Pins so, wie wir sie brauchen. Pin 6 ist der, wo VCC vom Sensor dran hängt, deswegen ist der auf High. 5 und 7 Input Pull-Up, das sind unsere beiden One-Wire-Datenleitungen. Und D3 wird im Moment gar nicht mehr benutzt. Da hatte ich mal den Knopf noch abgegriffen, der da drauf ist, den Button, mit dem Hintergedanken, damit Dinge umzuschalten, ist aber nicht mehr benutzt. Ansonsten starten wir unser Dateisystem und dann geht es rüber zu Readlock. Readlock geht hin und listet alle Dateien, die auf diesem internen LittleFS drauf sind, die Dateinamen und den Dateinhalt dann entsprechend überseriell auf. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Ding ans Strom klemme, spuckt er mir erstmal per seriell die komplette Log-File raus mit allen Messwerten, die er bisher hat. Danach kümmert er sich um WLAN, das heißt, er verbindet hier mit den konfigurierten Zugangsdaten bis zu 120-500 Millisekunden, also bis zu einer Minute wartet er, um WLAN zu bekommen. Wenn das funktioniert hat, dann kümmert er sich hier um einen Time-Server. Das heißt also, er fragt bei so ein paar NTP-Server nach, wie ist die aktuelle Uhrzeit, um die entsprechend zu haben. Hintergrund war, ich wollte die Messwerte mit der entsprechenden Uhrzeit versehen. Das hier ist etwas, das habe ich aus einem Exempel rausgeholt. Es sieht gut aus, aber wirklich funktioniert hat es bei mir nicht. Zum einen hier die Angaben mit der Zeitzone. Ich habe keine Ahnung warum. Manchmal klappen sie, manchmal ist es um ein paar Stunden verschoben. Scheint nicht sauber zu funktionieren. Und auch sonst, der ESP kriegt die Zeit über längere Zeitspannen nicht gehalten. Man müsste also regelmäßig wieder neu zum WLAN verbinden, neu synchronisieren. Und ja, das funktioniert bei meiner Anwendung nur schlecht, weil WLAN im Kühlschrank, da ist Metall drum. Das gibt eher keinen. Deswegen ja auch im Moment hier nur im Setup. So, wenn er die Uhrzeit sich einmal geholt hat, dann wird WLAN komplett ausgeschaltet und das bleibt auch aus. Zum einen spart es ein bisschen Strom, aber was wichtiger ist, weniger Strom verbrauchen heißt auch weniger Abwärme. Das heißt, der pumpt nicht unnötig da noch Hitze in den Kühlschrank rein. Denn momentan ist ja der Sensor und der ESP quasi direkt aneinander gelötet. Der ESP wird also am Ende im Kühlschrank drin liegen. So, was wir dann noch machen, das ist hier unseren Timer vorbereiten. Kommen wir gleich nochmal da drauf. In der Loop haben wir erstmal ein bisschen seriell Voodoo. Und zwar gehe ich hin, wenn über seriell ein gewisses Zeichen reinkommt, macht er was. Wenn ich ein P sende, dann schickt er mir einfach einen Punkt zurück. Wenn ich ein R sende, dann schickt er mir nochmal die ganze Log-File zurück. Und wenn ich ein F sende, dann nutzt er hier dieses LittleFS-Format, was im Prinzip nichts anderes heißt, als dass wir alle Messwerte, die wir bisher hatten, einmal löschen. Also Reset. Ansonsten, ja, wenn wir dieses Do-Log gesetzt haben, das haben wir jetzt im Moment hier, weil wir gerade frisch aus dem Setup kommen, dann setzen wir das auf False, spielen ein bisschen mit der internen LED rum und das Einzige, was wir hier technisch gesehen machen, ist die Temperatur per OneWire lesen. Die kommt hier dann in Celsius als Float zurück. Die Option hier Get Temperature, das ist im Prinzip aus dem Beispiel nur ein bisschen zusammengedampft. Der sucht den einen Anschluss durch, den wir ihm mitgeben, also zum Beispiel D5. Und vom ersten Gerät, was er findet, gibt er die Temperatur zurück. Sonst ist da nichts drin. Wenn wir zwei Sensoren haben, lesen wir entsprechend beide. Setzen das in einen String zusammen mit Stunde, Minute, Sekunde. Haben dann ein Semikolon, Überraschung, das ergibt eine CSV-Datei. Dann den Temperaturwert, eventuell den zweiten und ein Newline. Und das Ganze wird hier an die Datei schrägerdata.csv angehangen. Also wir haben hier den String, diesen Wert und das geht in den Append-File rein. Das ist ebenfalls eine Funktion, die ich aus einem Beispiel rauskopiert habe.
Der öffnet hier die Datei im Append-Modus, schreibt die Nachricht da rein und schließt sie dann wieder. Und dieses Schließen müsste auch dafür sorgen, dass die dann sicher auf dem Flash gespeichert sind. So, danach geht er hier mit dem Timer hin, macht erstmal eine Sekunde Delay. Das ist ein bisschen für mich, dass ich was Zeit habe, da auch zu gucken, wenn was ist. Und geht dann für 29 Sekunden in dem Fall hier in einen Timer. Das heißt, für 29 Sekunden guckt er immer nur den seriellen Port hier nach. Der Rest ist ja noch false. Und nach 29 Sekunden löst dieser Timer aus, dieser Callback, und setzt DoLock wieder auf True. Das heißt, dann wird auch wieder ein Messwert erfasst. Wie ihr seht, ich hatte auch versucht, das Ganze mit Deep Sleep zu machen. Hätte nochmal ein bisschen Strom und Hitze gespart. Hat nicht auf Anhieb wirklich sinnvoll funktioniert. Deswegen habe ich das weggelassen. Insbesondere auch, weil ich halt diese Uhrzeit versucht habe, irgendwie reinzukriegen. Und naja, wenn ich Deep Sleep nutze, sind ja alle Register weg. Das heißt, also die Uhr läuft auch nicht wirklich weiter. Heißt also, entweder ich müsste beim Hochfahren nach dem Deep Sleep wieder per WLAN NTP abfragen, was nicht geht, weil kein WLAN im Kühlschrank. Oder ich müsste hingehen und versuchen, über den Sekundärprozessor vom ESP da irgendwie noch eine Uhr abzubilden. Prinzipiell müsste das gehen, aber noch nie gemacht und wie gesagt, ich muss fertig werden. Deswegen habe ich das erstmal so gelassen. Gut, ich habe das Ganze dann so auf die ESPs draufgeladen. Allerdings wurde es zeitlich dann doch etwas knapper. Denn was ich nebenbei noch gemacht habe, ist irgendwie alles, was ich an Solarmodulen gefunden habe, einmal nach draußen geworfen. Ein paar Akkus dran, ein Inverter dran. Und da viel Sonne gemeldet war, 200 Watt klingt eigentlich ganz gut. Das reicht theoretisch, um die Kühlschränke am Laufen zu halten. Aber ja, auch leider nur in der Theorie, denn das Problem ist, ich habe die Kühlschränke alle mal durchgemessen, grob Pi mal Daumen. Die brauchen halt ein bisschen Anlaufstrom und insbesondere die Tiefkühltruhe, die zieht mal eben 2 kW. Und das macht mein Inverter nicht mit. Immerhin, einen, den doppelten, wo zwei nebeneinander stehen, die haben einen relativ geringen Anlaufstrom, die habe ich an den Inverter gehangen, deswegen habe ich dafür auch den Sensor am Ende gar nicht reingehauen. Da war es mir dann zu viel Aufwand, den fertig zu machen. Die anderen beiden, die habe ich allerdings jeweils mit hier so einer DIY-Powerbank-Gedönse da im Kühlschrank versenkt. Das ist natürlich nicht ideal, weil so eine Lithiumzelle, die mag eigentlich keine niedrigen Temperaturen. Aber nee, es ist nicht wirklich Strom, der da rausgeht. Und naja, das sollte eigentlich dicke reichen für, von der Kapazität her, sodass wir die nicht wirklich tief entladen und damit in die Gefahr kommen, die Zelle da zu beschädigen. So, ja, wir haben jetzt 10 Uhr abends. Und wie man sehen kann, ich bin schon ein bisschen fertig. Könnte daran liegen, dass ich jetzt inzwischen meine Info habe. Es hat gedauert bis irgendwie so später Nachmittag, um mal zu wissen, ob es jetzt eine Abschaltung gibt oder nicht. Morgens angerufen, ja, wissen wir noch nicht. Bei uns steht nichts im System, eventuell mal Nachmittag probieren. Nachmittag angerufen, nö, ist uns nichts bekannt. Aber ich höre nochmal nach und dann später kam dann nochmal die Info, ja, es ist eine Abschaltung. Das ist natürlich doof, weil da haben auch ziemlich warmes Wetter gemeldet. Das ist nicht gut für die Tiefkühltruhe. Also lieber ein bisschen vorsorgen. Wie gesagt, Temperatursensoren sind dran. Ich kann irgendwie so ein Auge grob drauf werfen. Ich werde gleich noch hingehen, werde noch mein Internet so weit basteln, dass es theoretisch durchlaufen sollte. Ich kann noch nicht sagen, ob es das tut. Ich weiß nicht, ob bei den letzten Umbauten, die die Anbieter hier in der Gegend gemacht haben, sie mir nicht zufällig den Notstrom weggeholt haben. Früher waren die ganzen DSL-Sachen halt Notstrom versorgt, heute ist da nichts mehr. Das heißt also, wenn der Strom ausfällt, selbst wenn man zu Hause Akku hat, kann man keinen Notruf mehr absetzen. Yay, super gemacht. Na gut, anderes Thema, das hatten wir ja hier schon an anderer Stelle. Aber Vorteil wäre halt, ich weiß auf jeden Fall dann hoffentlich wieder, wenn der Strom da ist, weil ich dann das Ding wieder pingen kann. Denn ich werde mich halt für die Dauer des Stromausfalls woanders hin verziehen. Okay, die Sache haben wir auf jeden Fall schon mal geklärt. Die Fritzbox hier hat eine grüne Lampe und ihr seht, nicht das Originalnetzteil. Ich habe etwas improvisiert. Ja, da hängt jetzt irgendwie hier so ein Spannungsregler dran. Der versorgt sich von meinem 12-Volt-System und das kriegt von Solarstrom und sollte durchlaufen.
Soweit die Theorie. Das hier kommt auf jeden Fall noch auf meine To-Do-Liste. Das hier mal sinnvoll machen, so ein Notstromsystem für eine Fritzbox, macht eventuell Sinn. Meh, man kann es ja mal bauen. In vernünftig, mit Dualversorgung und Akku. Ja, späteres Projekt. Na gut, also Internet ist gesichert. Ich kann zumindest zugucken, wann der Strom weg ist und wieder da ist. Entweder, weil die Geräte hinter der Fritzbox ausgehen oder weil die Fritzbox nicht erreichbar ist, weil der DSL-Verteiler weg ist. Ich weiß halt nicht, wie weitflächig die Abschaltung sein wird. Okay, Strom ist wieder da, hat so ungefähr, ich schätze mal, also ich bin jetzt 6 Stunden später wieder gekommen, ich schätze mal, er war ein bisschen früher da. Systeme sind soweit alle wieder angelaufen, das sieht schon mal ganz gut aus, Klimaanlage wurde auch Zeit. Okay, ein paar Fehler haben wir dann doch noch, ein PC geht nicht mehr an und achtet mal drauf, das hier ist der RCD, das ist der Leitungsschutzschalter und ich habe das Gefühl, was auch immer hinter dem hier steckt, hat irgendwo ein kaputtes Gerät abbekommen und das, obwohl eigentlich alles hier aus war. Mäh. Okay, und nochmal ein bisschen Nachlese. Die meisten Fehler sind durch, der Rechner sollte wieder laufen. Die Sicherungsproblematik hat sich auch geklärt, da war ein Kabel kaputt. Und ja, gut. Ich dachte, ich wäre dann soweit und bingo, ein paar Tage später Blitzeinschlag, Strom wieder weg. Ah. Ja, ich bin jetzt noch am gucken, mein Zentralserver hier, der hier in dem Gebäude steht, der hat ein bisschen dicke Backen gemacht. Der zweite Stromausfall, der war dummerweise da während einem Update und jetzt hat er halbe Libraries und blöch. Das macht keinen Spaß, aber sollte irgendwie wieder hinzubekommen sein. Ansonsten bin ich inzwischen hingegangen, habe die beiden Sensoren, die in den Kühlschränken waren oder der Gefriertruhe, jetzt schon mal angeschlossen. Einfach den Reset gedrückt gehalten, dann USB-Kabel rein, dann hat er ja entsprechend ja zwar den USB-Konverter, aber sonst noch nichts. Und dann unter Linux einfach cut dev tty USB 0 in eine Datei rein, die ein bisschen im Editor aufgeräumt und dann einmal in LibreOffice Calc geschmissen und dann kriegen wir hier so schöne Diagramme. Dann sieht das zum Beispiel hier so aus, das ist jetzt vom Kühlschrank. Wir sehen hier am Anfang, er ist noch so zwischen 0 und sagen wir mal 8 Grad am Hin- und Hergehen. Ich habe jetzt keine Uhrzeiten drin, denn das Problem ist, naja, das wird alles hier verzerrt sein, denn die interne Uhr ist mit der Kälte und Wärme wohl ein bisschen hin und her gegangen. Das stimmt da alles vorne und hinten nicht mehr, deswegen nur grob. Aber ich denke, man kann relativ gut sehen, an hier der Stelle habe ich den Kühlschrank auf Maximum gestellt. Entsprechend hat der runtergekühlt bis hier so minus 6 Grad, ein bisschen drunter. Da hat er dann mehr oder weniger sein Level erreicht, wo er nicht mehr konnte. Der Kompressor war quasi im Dauerbetrieb. Und dann sehen wir aber auch, wie schnell das Ganze hier ansteigt, nachdem der Strom dann weg war. Wir sehen hier, innerhalb kürzester Zeit gehen wir hier hoch bis auf 4 Grad. Wahrscheinlich, weil zwar die Luft relativ kühl war im Kühlschrank, aber die Objekte halt noch nicht ganz runtergekühlt waren. Wir sehen, er steigt dann hier bis auf so 11 Grad. Da kam dann zum Glück der Strom wieder. Und relativ flott ist er dann wieder unten und geht in seinen normalen Zyklus, um die Durchschnittstemperatur hier ungefähr anzufahren. Bisschen anderes Bild in der Tiefkühltruhe, die ist so bei minus 18, hat die ganze Zeit gehalten. Auch den hatte ich ungefähr hier auf mach mal Dauerbetrieb gemacht, aber bei den aktuellen Temperaturen ist er das eh, von daher war da nicht wirklich was zu holen, ließ sich nicht weiter runterdrücken und wir sehen ja, er steigt dann auch hier an. Interessanterweise eine andere Form, er steigt nicht so schnell an. Wahrscheinlich, weil der Inhalt halt schon alles die Temperatur hatte und dann entsprechend die auch besser hält. Und wir sehen, er ging jetzt hoch bis auf minus 11 Grad. Ich denke, das ist für Tiefkühlware jetzt nicht wirklich ein Problem. Und nachdem dann wieder der Strom da war, da sehen wir, da ist es dann runtergegangen, so auf minus 15. Und dann nur sehr langsam gesunken. Und wir sehen hier, dass hier das, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit die Uhr gehalten hat. Dieser Abstand hier, das sind ungefähr 4 Stunden gewesen, wo der Strom weg war. Seit Einschalten sind quasi, ja, ich schätze mal so Pi mal Daumen, 10 Stunden vergangen und er ist immer noch nicht wieder zurück auf seiner normalen Temperatur. Da sieht man wieder, wie viel Energie man da reinpumpen muss, um entsprechend das hinzubekommen, die Temperatur so weit zu drücken.
Ja, ein paar Tage vergangen. Inzwischen habe ich die meisten Fehler halbwegs rausgeholt. Das ist schon mal ganz gut. Ist, denke ich, nicht ganz so interessant. Also da wird es keine Videos zugeben, wie ich irgendwie Netzteile tausche oder solche Späße. Prinzip soweit alles behoben. Jetzt ist irgendwie noch Festplatten, die am Rebuilden sind. Dauert halt. War alles leider sehr, sehr kurzfristig, deswegen zum Beispiel den Voltage-Sensor habe ich einfach nicht gepackt. Die Fritzbox hat immerhin durchgepinkt oder zumindest Pi mal Daumen durchgepinkt. Das heißt, ich konnte dann darüber auch sehen, wann der Strom wieder da war und entsprechend darauf reagieren. Das hat soweit funktioniert. Und die Kühlschranküberwachung, ich meine, hey, wir haben die Diagramme gesehen, hat auch funktioniert. Also ja, ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe, dafür, dass das irgendwie so an einem Abend zusammengebastelt ist und die Firmware nicht wirklich getestet war, bevor ich die da in den Kühlschrank gepfeffert habe, ist das, denke ich, ganz akzeptabel. Ich habe jetzt immer noch, wie gesagt, ein paar Festplatten und ein paar Netzteile vor mir. Aber immerhin diese kleinen Boards, die ich da gebastelt habe, um mal schnell zu gucken, ja, wird es da zu warm in der Tiefkühltruhe, muss ich dann danach irgendwie gucken, dass ich innerhalb von wenigen Tagen das Zeug dann auch aufbrauche, dass es nicht schlecht wird. Das hat funktioniert und hat damit getan, was es sollte.